Die letzte Lampe leuchtet jetzt auf und der Start geht jetzt los. Immer noch Hamilton vorne, immer noch Hamilton. Aber jetzt Vettel ist Zweiter. Oder? Nein, Bottas und Vettel, nein. Nein, es muss keiner kämpfen, doch. Raikön und Bottas kämpfen jetzt um den vierten und dritten Platz. Bottas kann sich durchsetzen, ist ja auf dem dritten Platz. Herzlich willkommen zu FFF, Philipp Fonas famoses Formel 1 Format. Jetzt habe ich noch 4F gesagt. Also FFFFF. Philipp Fonas famoses Formel 1 Format. Was gerade, hab ich getan? Gerade ist das Rennen in Belgien beendet worden. Gewonnen hat, wie wir alle wissen, Lewis Hamilton. Ich gucke ganz auf den Fernseher. Gewonnen hat Lewis Hamilton. Wir würden Ihnen diese Bilder jetzt gerne zeigen, aber wir haben leider keine 100 Millionen Euro, um die Formel 1 Rechte wegzukaufen. Deshalb jetzt mal wieder Krombacher Werbung. Hui, Krombacher! Ja, also... Alkoholfrei, nicht vergessen, alkoholfrei. So, es fängt schon mal sehr gut an, Jonas. Don't drink and drive, immer das Motto. Deshalb kommt ja auch immer während der Formel 1 Werbung immer Krombacher-Werbung. So, jetzt kommt erstmal Werbung, die müssen wir die ausschalten? Nee, die Werbung lassen wir einfach so. Also, was haben wir gesehen heute, Philipp? Ja, ein spannendes Rennen, würde ich sagen. Raikön hat eine 10 Sekunden Stop-and-Go-Strafe bekommen, weil er während gelber Flagge nicht vom Gas gegangen ist. Das ist dämlich, aber Raikön ist ja eh... Ja, der hat einmal die Formel 1 gewonnen und... Ja gut, aber der hat ja auch das mit Abstand beste Auto. Natürlich, der hat eigentlich hatte das zweitbeste Auto, wenn man es so sagen könnte, weil die Mercedes sind von der ganzen Aerodynamik und so dafür ausgelegt... Keinen Windschatten zu haben von einem Vordermann, also von einem Gegner vor ihm. Ich meine ja, damals hatte er das beste Auto im Feld. Damals war Mercedes nichts, aber es gab es noch nicht mal Mercedes. Damals war das Wenn McLaren, du mal merkst, Michael Schumacher, das war, glaube ich, 2008 Michael oder so. Schumacher und Raikönen sind, nicht Raikön, Rosberg, sind mit Mercedes gefahren und die haben halt 10. Platz Michael Vettel. Sechster Platz Nico Rosberg. 10. Platz Michael Vettel. Ähnlich wie Michael Vettel. Michael Schumacher. Also das hat Rosberg erklärt, als er jetzt seinen Rückblick erklärt hat. Da hat er gesagt, ja, ich war Vierter, nicht, nee, ich war Sechster, Michael war Zehnter, aber die Reporter haben alle mit Michael geredet. Mich hat keiner beachtet. Bei den Autogrammstunden, alle standen vor Michael, keiner vor mir, obwohl ich 6 Plätze vor Michael war. Da hab ich mir dann gedacht, der arme Junge, aber trotzdem, jetzt der hat er seinen... Der arme Junge, aber es geht halt darum, die Leute wollen nicht ihn sehen, die Leute wollen den Michael sehen. Natürlich. So funktioniert das nun mal. Ja, ja. Ja, ja. So, jetzt ist der Wind schon raus. Wieso überhaupt diese Stop-and-Go-Strafe? Das haben die nämlich auch erklärt bei RTL, weil Sky können ich und Philipp uns nicht leisten. Also ihr seht, armer Talk, arme Moderatoren. Und was macht unser Kameramann da? Der hatte auch schon einen zu viel. Liebe Zuschauer, aktuell sehen wir, wie Hamilton sich in der Lounge, wie man im Altdeutschen sagte. Im Fachjargon einer Lounge. Lounge. Die Lounge. Oder lohnt, wie beim Film Stromberg. Ach, eine... Und dann sagt der Hausmeister die ganze Zeit... Also, wir sollten nicht vom Thema abschweifen, aber... aktuell sehen wir halt, dass da der Hamilton steht. Die Kommentatoren sagen bestimmt was, aber unser Kameramann hat gesagt, die Kommentatoren wären zu hören, deshalb mussten wir den Ton leider ausschalten. Was mir heute zum ersten Mal auffällt, sind diese Twitter-Kommentare da im Hintergrund. Das ist neu. Also, es ist so in dieser Lounge, alle Wände sind weiß, überall stehen die... Sponsoren der Formel 1 und es ist halt ein riesiger LED-Bildschirmstreifen, auf dem die Highlights des Rennens gezeigt werden, die Tweets so von Leuten, die man interessant fand. Ja. Also, interessante Launch. Ja, das ist eine sehr interessante Launch. Übrigens, ich und Philipp haben auch mal den Weg... Das heißt, Philipp und ich. Exakt, das habe ich auch gedacht. Philipp und hier sitzen zwei Abiturienten. Hinter der Kamera und neben sitzen Abiturienten. Also ich bin Fachabiturient, aber das ist
Das ist eine Stufe schlechter. Da braucht man nicht so guten Abschluss für. Liebe Zuschauer, absolut professionell. liebe Zuschauer, ich, Philipp und ich, wir haben schon mal den Weg zur Tribüne, also zum Podium genommen. Zum Podium genommen, weil wir 2016 beim Hockenheimring waren. Und da habe ich halt zu Philipp gesagt, Philipp, lass uns rennen. Hätten wir jetzt nicht unbedingt gemusst, wir hätten auch ein bisschen langsamer laufen können, aber es macht halt mehr Spaß. Ja, gut, es rennen alle hin. Erstens, zweitens, man ist der Spacko, wenn die einen filmen und man rennt nicht. Und drittens, drittens haben wir ja dann ganz in Ordnung einen Platz gekriegt, also wir haben es ja eigentlich recht gut gesehen. Ja, wir standen dann halt, also als wir ankamen, haben wir ein bisschen schräg gesehen, aber wir konnten die Protagonisten noch sehr gut hören. So, gerade sehen wir hier die Siegerehrung. Ja. Und das ist mein absoluter Lieblingsfahrer. Vettel. Nein. Was? Wer ist dein Lieblingsfahrer? Wer könnte von den drei mein Lieblingsfahrer sein? Hamilton? Nein. Ach, Raikönen. Raikönen ist ja nicht mal dabei. Nein, der heißt Ricciardo, Entschuldigung. Ja, den mag ich am liebsten, weil der ist... Zuschauer, das wusste ich, dass der nicht Raikönen heißt. Der ist am Boden geblieben. Nein, im Ernst, Daniel Ricciardo lacht eigentlich so gut wie in jedem Rennen. Der sagt sich immer, shit happens, ich habe meine 20 Millionen im Jahr verdient. Ich brauche keine Rennen mehr gewinnen. Ja, aber er tut es ja trotzdem, der fährt ja momentan so gut eigentlich für das Auto. Ja. Also der Red Bull ist ja deutlich schwächer als der Ferrari. Und also in dem Jahr, wo Vettel gegangen ist, also es war glaube ich vor 3 Jahren, hat Vettel gesagt, ja, ich kann hier nichts mehr gewinnen mit Red Bull, Mercedes und Ferrari, die fahren mir davon. Und ja, und ich glaube, irgendwelche anderen Teams haben die auch noch überholt. Und Red das Bull war sehr bitter. Und da hat man gesagt, ja, dann mach... Oh, jetzt kommt die deutsche Nationalhymne. Hand aufs Herz, Philipp. Für die Nationalhymne. Ich werde jetzt nicht... Nein, Jonas, ich werde jetzt nicht die Hand aufs Herz legen für die Nationalhymne. Die haben sie wahrscheinlich auch besonders oft gesungen auf dem Böse Onkels Festival, die Nationalhymne. Nee. Die hört man da wahrscheinlich öfter mal. Also, liebe Zuschauer, das T-Shirt hier ist von einem Coverband-Festival. Unser Kameramann macht auch das Herz auf die Hand. Ja. Wir sollten nicht so oft von dem Kameramann reden. Das kann unser Kameramann liebe gerne Zuschauer, machen. Liebe Zuschauer, machen Sie auch das Herz auf die Hand für die Nationalhymne. Jeder seine eigene Meinung haben. Ich werde nur mein Herz mitfinden. Einigkeit und Recht und Freiheit. Ich bin kein Patriot. Für das Deutsche Vaterland. Super. So. Was glaubst du, wer macht das Siegerinterview? Ach, wahrscheinlich wieder irgendein Schauspieler. Weil das ist also wer es nicht weiß, ist immer ein riesengroßes Geheimnis. Wer macht das Siegerinterview bei der Formel 1? Jedes zweite Mal ist es entweder hier der Deutsche oder Patrick Stewart. Also wir meinen jetzt der Schauspieler von Dr. X in X-Men. Wir meinen jetzt Kai Ebel, weil Kai Ebel war beim Österreichring, also beim Austria-Ring. Red Bull Ring heißt der, Entschuldigung. Genau. Beim Red Bull Ring, beim Hockenheimring. Und genau, wir haben den auch gesehen, oder nicht? Ja, stimmt. Also als wir 2016... Wir hatten bei uns eigentlich gewonnen, als wir da waren? Hamilton. Echt? Also bei uns hat Hamilton gewonnen. Ich kann euch sagen, am Fernseher habt ihr einen großen Vorteil. Ihr wisst genau, wer immer vorne ist. Also, nee. Also wenn ihr ein Auto seht, wisst ihr, das ist der Vettel. Noch einen kleinen Vorteil, ihr zahlt nicht 150 Euro für die billigste Karte in der Scheißkurve. Nein, 100 Euro billigste Karte. Wir haben 150, warum haben wir dann 150 bezahlt? Weil die 100 Euro Ticket schon ausverkauft waren. Ja gut, aber da wo wir saßen, wir haben zwar die Strecke ganz gut gesehen, aber das, was wir gesehen haben, das war die langweiligste Kurve also, im Hockenheimring. Ich glaube, es heißt Sachskurve. Die Sachskurve ist ja vor der Start- und Zielgeraden. Und da wo wir saßen, ich glaube jeder, der da saß, konnte halt nichts von der Start- und Zielgeraden sehen. Und die Autos fuhren da halt mit 150 vorbei. Mega laut, also ich habe mir das gar nicht so vorgestellt. Dass so laut ist oder wie? Ey, ich glaube, das ist bei jedem Motorsport so, dass Motorsport generell mega laut ist. Du sitzt 15 Meter oder 10 Meter weit von den Autos. Ja, 10 ist ein bisschen übertrieben. Ja, gut, 5. 20 werden das schon gewesen sein. Ja, also. Wir saßen doch recht weit oben.
wir saßen halt recht mittig. Und über uns war es auch noch mal teurer. Dafür hat man halt mehr gesehen, aber von dem Platz, wo wir saßen, haben wir halt auch alles gesehen. Einfahrt, Sachskurve mit 200. Oh. Ist das der Hockenheimring? Unser Kameramann hat den Hockenheimring gefunden. Wir waren in der Möchtest Kurve, wo man... Möchtest du ihn kurz mal vor die Kamera stellen? Könntest du mal ganz kurz... Blend die Karte doch einfach im Video ein und halt dich das Handy vor die Kamera. Das muss doch möglich sein. Wir saßen in der Kurve, wo man Start und Ziel nicht sieht. Also es gibt eine Kurve und davor ist so eine lange Kurve mit einer großen Tribüne und deswegen haben wir Start-Ziel nicht gesehen. Das ist, glaube ich, die einzigen im ganzen... Nee, es gab auch noch die Mercedes-Benz-Tribüne. Oh nein. So, jetzt fängt hier jemand an zu saugen. Ich glaube, das ist tatsächlich also heute ungünstig. Sind wir bei Philipp zu Hause und ich glaube, heute wird bei Philipp gestaubsaugt. Sehr... Hier ist auch noch eine Tür. Übrigens, der Dolmetscher für RTL, Detlef Bruck-Willberg. Hast du das schon mal gewusst, Philipp? Und wolltest du was über den erzählen, oder? Ich hab mich mal über den Dolmetscher der Formel 1 informiert. Ja, hau raus. Der macht... Was hat unser Kameramann gesagt? Hast du jetzt Philipps Bruder gesagt, soll aufhören zu saugen? Ist das Patrick Dempsey? Patrick Dempsey? Der sieht da ein bisschen ist, so der aus. Da ist Mark Webber vor der Kamera. Ich glaube, das ist der größte australische Rennfahrer. Das ist Mark Webber. Das ist Mark Webber. Ich meine im Publikum. Weil das ist ja auch so ein Rennfahrer. Wem winkt unser Kameramann hier? Wir tun zu oft auf den Kameramann eingehen, Philipp. Wir müssen ja wieder aufhören. Wir gehen auf den Kameramann. Ja, gut. Also, der Dolmetscher. Mark Webber und der Vettel, die hatten da auch mal Stress. Echt? Ja, natürlich. Die sind da zusammen bei Red Bull gefahren, der Mark Webber hat sich immer aufgeregt, dass er den Vettel da vorbeilassen musste. Stimmt. Machst du gerade ein Foto von uns? Der Kameramann geht nicht auf ihn ein. Wir müssen ihn ignorieren. Wir müssen das wie bei so einem Verrückten machen. Den muss man auch mal ignorieren. Ja. Also der Dolmetscher der Formel 1, Fachgebiete, Wissenschaft, Sport und noch irgendwas. Aber ich hab's wieder vergessen. Das heißt, der kann da besonders viele Wörter aus dem Bereich. Ja, der kann besonders viele englische Wörter aus dem Bereich Sport. Geil. Was hältst du eigentlich von dieser Sache mit dem Cockpitschutz? Es wurde angekündigt, dass... Also, es ist so... Immer wenn ich sage, ist es so und ich gucke zur Kamera, dann ist das für unsere Zuschauer gemeint. Ich sitze übrigens auf dem Kissen, sehr unbequem. Es ist so, als Fahrer muss man es in 5 Sekunden schaffen, aus seinem Auto rauszukommen. Also die Autos müssen so gebaut sein, dass man das rauskommt in 5 Sekunden und die Fahrer müssen so beweglich sein, dass sie rauskommen. Wobei jetzt Robert Kubica, ein ehemaliger Formel 1 Rennfahrer, der hat nach einem Unfall hat er eine Lähmung, ich glaube an seinem rechten Arm, und bei dem wurde gezweifelt, ob der dieses in 5 Sekunden aussteigen überhaupt schafft. Ja. Der wollte doch zurück in die Formel 1. Ja. Aber das wird, glaube ich, nichts, oder? Doch, der soll jetzt irgendwie für Renault fahren. Echt? Ja. Hä, wie will der denn mit einem Arm für Renault Nein, fahren? Nein, der hat einfach eine Lähmung und der tut einfach die Schaltwippen links hin. Also, er würde dann schalten mit nur der linken Hand, weil seine rechte halt, also seine Hand ist etwas gelähmt. Achso, dem Kameramann geht's wie Ihnen. Geh doch nicht auf den ein! Er schläft. Achso, worauf ich hinaus wollte, war, jetzt durch den neuen Cockpit-Schutz können die Autos innerhalb von 10 Sekunden, also können die Autos jetzt nur noch innerhalb von 10 Sekunden verlassen werden. Ist das schlimm? Das ist halt wie an sich, ist halt wieder was, so. Aus was besteht eigentlich dieser Cockpit-Schutz? Aus Titan und Kohlenstoff. Also warum Kevlar. Ist der denn durchsichtig? Nein, Kevlar. Doch auch aus Kevlar, aber. Ja, was wolltest du sagen? Also ich frage mich, ob das was bringt. Ja, es wurde ja auch getestet Unfälle, mit einer Glasscheibe, weil bisher... Glas, das wäre ja noch dümmer. Bisher soll der Cockpitschutz, also ich will jetzt mal ein bisschen so andeuten, so und hier vorne noch ein Steg dran. Und der Steg soll halt von vorne irgendwie fliegende Autos oder so abhalten und dem Ganzen, also das ist so ein Ring, der so zuläuft, so... Und dann hier vorne noch so eine Strebe nach unten runter hat. Ja. Ja, also die Fahrer haben sich doch alle darüber beschwert.
alle außer Ferrari waren bei der Sicherheitssitzung der FIA gegen dieses System. Nur Ferrari hat gesagt, das wollen wir. Und der Cheftyp für Sicherheit bei der FIA, der hat einfach gesagt, ja, wir wollen das aber trotzdem haben. Und es wird, ja. Auf der einen Seite ist es so, dem, ich glaube, es war der Alonso. Eine Sache hat die Sendung noch nicht zu bieten, das ist Spannung. Wir sind ja auch eine Informationssendung, sonst würden wir den Startfilm nicht für dich stehen. Vettel, doch immer noch. Alonso hat mal eine 800 Gramm schwere Feder gegen seinen Helm geschlagen bekommen bei 200. Also die hat ein vorausfahrendes Auto verloren. Ja. Dann hat sein 12.000 Euro Titanhelm, der hatte dann ein ordentliches Loch. Ja. Ich glaube, also gefühlt war das Loch irgendwie so groß. Ja. Und wer einen normalen Motorradhelm kennt, der weiß, das ist ein großes Loch. Bei so einer 800 Gramm schweren Feder. Das ist ein großes Loch. Ja, und 800 Gramm. Ja, die war 800 Gramm schwer. Aber wahrscheinlich sehr schnell. Der ist 200 gefahren, hat sie dann gegen seinen Helm bekommen. Deswegen gibt es das Safety Car, damit sowas nicht passiert. Wenn vor dir irgendwie zwei Autos aneinander crashen, weil einer dem anderen in der Kurve den Platz machen will, passiert. Ja gut, aber trotzdem, den Cockpitschutz will doch keiner. Ja. Vettel hat ja seinen Vertrag verlängert, gell? Ja. Ferrari. Vettel hat bis 2020 verlängern können seinen Vertrag. Und Hamilton hat den Rekord für die meisten Poles in seinem Leben von Michael Schumacher eingestellt. Nö. Michael Schumacher hatte 68 und mit dem Rennen jetzt hat er 69. Ja. Also, und dann kam irgendwie Ross Brawn, der Mann bei Liberty Media, dem Inhaber der Formel 1, also der jetzt die ganzen Rechte verwaltet und sich um die Bezahlung der Teams kümmert, also wie viel die Teams von den Fernsehnamen bekommen. Und der ist so das Verbindungsglied zwischen Fahrerteams und halt dieser Firma. Ja. Und der hat Lewis Hamilton das erzählt, ja, von Corinna Schumacher und der ganzen Schumacher-Familie wollen wir dir nur Glück wünschen, dass du den Rekord von Michael Schumacher eingestellt hast. Und dann hat er wohl geweint. Oder zumindest war er tief berührt. Was die Bild-Zeitung berichtet. Bild-Zeitung berichtet. Ja. Ja. Hast du noch irgendein spannendes Thema? Spannendes Thema. Hier ein bisschen Moment. Packt? Das ist ja ein bisschen lame. Ist übrigens gerade Interview-Time. Oh Gott. Interview-Time mit Toto Wolff. Der hat, ich glaube, von Florian König von RTL, hat er, als er ihn irgendwie getroffen hat und erfahren hat, ja, seine Tochter wurde geboren, hat Florian König von RTL einfach den Toto Wolff so ein Wolf-Plüschti geschenkt. Kreativ. Und da hat er sich mega gefreut. Hat das auch die Bild-Zeitung berichtet? Wir würden jetzt gerne mehr über das ganze Rennen so berichten können, aber das Problem war, ich musste von mir zu Hause hierher zu Philipp kommen, damit wir hier aufnehmen können. Ich habe erst zu spät eingeschaltet. Ich habe den Start gesehen, aber das dann weiter vergessen. Ja, Moment, ich guck mal kurz in meine Aufzeichnung. Das war auch jetzt nicht das mit Abstand spannendste Rennen, was ich je gesehen habe. Spannende Rennen sind immer in Monaco für alle Zuschauer, die mal einschalten wollen. Oder in Baku, da kann sich der Formel-1-Kenner darüber aufregen, dass so ein kleiner Piss Öl- und Gasstart 50 Millionen Euro an die Formel 1 abgibt, nur dass die da Rennen fahren können. So ist es. Wer ist denn das jetzt, Philipp? Kennst du den? Ist das Esteban Ocon? Also Esteban Ocon berichtet gerade darüber, dass er von seinem... Ich weiß nicht, entweder das ist Perez oder Ocon. Das ist einer von den Force India-Fahrern, die sehen sich sehr ähnlich. Ja, also Esteban Ocon, wenn das denn der ist, berichtet gerade darüber, dass er von seinem Teamkollegen bei Force India so ein bisschen... Ich glaube, Damage an seiner Felge oder seinem Reifen bekommen hat, dadurch, dass die so aneinander... Echt, ist der weggeflogen? Ja, der eine Reifen ist weggeflogen, dem anderen ist der komplette Frontflügel abgeflogen. So! Gut. Sie sind so dämlich. Das habe ich dann leider verpasst. Ich wusste seit 4 Runden, dass das irgendwann kracht und die haben trotzdem alles weitergemacht. Das ist der, ich glaube, der Esteban Ocon.
Das haben sie gerade gesagt, dem geht's nicht so um sein Team, der will nur auf sich aufmerksam machen, der will mal zu Ferrari oder Mercedes oder so. Das ist ja auf seine also Karriere für Bottas hat es ja schon geklappt, der ist ja von William ist er ja, oh jetzt spricht gerade... Das ist jetzt Perez, das gerade Ocon. Jetzt spricht gerade Perez. Hören kurz mal zu. Also wie ging es um sein Leben bei der Situation, hat er glaube ich gesagt, wenn ihr das nicht hört, liebe Zuschauer. Ja, gut, aber es ist halt die ganze Zeit schon sein Fehler, finde ich. Ja, er sagt jetzt, das erste Mal war sein Fehler, also wir sind schon mal zusammengekommen. Davor, was ich wohl meinte, wurde sich ein bisschen Damage an der Felge oder im Reifen gegeben haben. Und dann jetzt so zum Schluss gab es einen richtigen Rums und dann waren sie beide aus. Mann. Ich glaube, er ist noch fertig gefahren. Aber ich glaube, der andere ist raus. Ich weiß es gar nicht. Ich gucke kurz. Also der eine hat seinen Reifen verloren, dann ist er vielleicht in die Box, hat einen neuen bekommen. Ich checke kurz das Fazit. Aber sie sind auf jeden Fall letzter beide, also hinten. Also als allerletzter war ja Wehrlein, der hat hier noch irgendwie in Runde 1 oder 2 hat er ja noch. Also Wehrlein zwei Runden. Ja, ist gerade der Unfall. Ah, jetzt der Unfall? Jetzt. Ja nee. Gut, jetzt doch, das war der Unfall. Ihm ist sein Frontflügel weggeflogen und gleich fliegt der Reifen weg. Also, das Rennresultat, Moment, wir gucken uns an. Ups, Moment, so. Raus war zuerst Pascal Wehrlein, dann Max Verstappen, Fernando Alonso. Wollen wir vielleicht über Fernando Alonso und Honda-Motoren reden? Das ist der größte Abkack, den ich je gesehen habe. Ich habe noch nie ein Team gesehen, was es schafft, in jedem einzelnen Rennen gefühlt seinen Motor kaputt zu machen. Ich weiß halt auch nicht, was die machen. Vor allem dem Alonso geht es natürlich auf die Nerven. Der wollte ja vielleicht zu Ferrari wechseln, das wird jetzt natürlich nichts. Alonso, am Anfang der letzten Saison, also nicht diese Saison, sondern davor, war es angeblich so, dass Fernando Alonso jetzt 20 Millionen oder 30 Millionen pro Jahr jetzt bekommt, dafür, dass er nochmal fährt. Und Honda erhoffte sich natürlich durch seine Popularität weltweit und vor allem in Spanien, dass die ein paar mehr Fans bekommen, aber... Ja. Ja, wenn man einen Motorpartner hat wie Honda, dann ist schon alles verloren. Ja. Ich frage mich halt auch, warum die das dann überhaupt noch fahren. Der muss jedes Rennen raus. Hast du übrigens... Geld verdient er natürlich trotzdem. Also, was man erstmal erklären muss, in Monaco war es so, dass der Alonso einfach gesagt hat, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich fahre jetzt lieber Indy 500. Also die amerikanische Formel 1, wo halt 500 Mal im Kreis gefahren wird. Und was heißt die amerikanische Formel 1? Ist ja schon ein bisschen was anderes. IndyCar ist was ganz anderes eigentlich. Die sind, da geht es viel mehr ab im Endeffekt. Also das passieren auch viel mehr Unfälle. Also in der IndyCar 500 können die Autos... ich glaube, schon mal viel schneller fahren. Die erreichen so bis zu 400 km/h. Genau, ja. Und die sind viel schneller und da passiert auch viel mehr. Ja. Also da sind teilweise heftige Unfälle. Oh, ich sehe gerade, Hülkenberg ist auf der 6 gelandet. Das hatten wir gar nicht. Ja, doch, das war ein starkes Rennen von ihm. Also Hülkenberg jetzt ja bei kein Renault. Schlechter Fahrer, der hat immer so viel Pech. Wir dürfen sich reinreden. Red du zuerst, ich bin fertig. Gut, Entschuldigung. Also, Hülkenberg war ja davor bei Force India und ist da immer so, ich sag mal, ein bisschen dumpelig gefahren, hat glaube ich nie so richtig Punkte bekommen. Wenn viele ausgeschieden sind, dann hat er mal Punkte bekommen. Und jetzt ist er zu Renault gewechselt. Liebe Zuschauer, dann beenden wir für heute, glaube ich, mal unseren Talk. Wir haben jetzt bestimmt euch schon zu Tode gelangweilt. Nächstes Mal ein bisschen organisierter. Nächstes Mal schreibe ich auch. Oder Philipp schreibt dann auch mal mit, was im Rennen so passiert. Nächstes Mal habe ich auch die Nacht vorher gar nicht geschlafen. Ja gut, dann das war unser dürftiger erster Talk. Ja. Ja. Das, wir verabschieden uns von euch und wünschen euch noch einen schönen Tag. Und bis dahin, ciao. Tschüss.